So, hallöchen zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Tja, Leute, aus vielfachem Wunsch packe ich jetzt diesen DreamWorks Dragons Adventskalender von Spin Master aus. Ja, der reine Wahnsinn. Wie lang hat man drauf gewartet? Wie lang hat man sich drauf gefreut? Und jetzt gibt's ihn tatsächlich endlich zu kaufen. Und das Anfang September, wohlgemerkt. So, und warum spreche ich so leise? Naja, ganz einfach. Ich kam hier rein und plötzlich galoppierte dieser niegelnagelneue Adventskalender in mein Zimmerchen und machte es sich hier auf meinem Fototisch gemütlich. Und ich möchte natürlich auch nicht erschrecken, ne? Nicht, dass er hier plötzlich aufschreckt und davon galoppiert. Das wäre ja tragisch, ne? Und irgendwie ganz plötzlich ist mir es hier so weihnachtlich zumute. Leutchen. Ja, ja, so ist es hier. Im Rupis magischen Fotoatelier. Ja, ja. So, was ich hier natürlich jedem mit auf den Weg geben muss, ist die Tatsache, dass ich hier spoilere wie noch irgendwas. Das heißt, wir packen hier diesen Adventskalender aus, dass es nur so kracht. Wir schauen uns alle Figuren für jeden Tag an. Wir schauen uns das Poster an, die Aufstellfiguren, die Drachen, die Wikinger, die man hier irgendwie zusammenbasteln kann. Wir werden uns das Ding von A bis Z angucken. Wer sich also die Überraschung nicht nehmen möchte, falls ihr es euch zu Advent schenken lassen wollt, dann schaltet dieses Video ab. Guckt nicht weiter. Ja, ihr werdet wirklich alles sehen. Okay? Ich werde natürlich diesen ganzen Adventskalender nicht in ein Video packen können, sondern ich werde wahrscheinlich wieder mehrere Teile machen. Denn ich denke mal, es gibt hier einiges zu entdecken und einiges zu zeigen. Und ihr wisst ja, ich gucke mir das immer ganz genau an und nehme euch da gerne mit auf die Reise durch das Rupi Winter Wunderland. Ne? Ja, wisst ihr Bescheid. Okay, also ich mache jetzt hier Nägel mit Köpfen. Noch könnt ihr abschalten, aber jetzt geht's gleich los, ne? Also jetzt hier, klick, klick, zack, schmeißt das Smartphone oder schmeißt den Rechen aus dem Fenster, wenn ihr nicht wissen wollt, was in diesem tollen Adventskalender drin ist. Ja, ja und oh ja, wir haben es hier tatsächlich mit dem allerersten Dragons Adventskalender von Spin Master zu tun. Dieser Kalender erinnert natürlich sehr an den Kalender von Craze, alleine schon von der Größe, von der Dicke, von der Aufmachung und so weiter und so fort. Und dieser Kalender hat auch die Größe von 38,6 cm in der Breite, ca. 29 cm in der Höhe und 6 cm in der Tiefe. Also ein schöner, großer, dicker Kalender. Yay, so muss es sein. Gefüllt mit Dragons Originalfiguren, das heißt, wir finden hier 24 exklusive Figuren, sowohl Drachen als auch Wikinger, inklusive einem Poster von Berg und Bastelmaterial. Also einiges zu tun, wie ich eben schon sagte, drum wären das hier auch eher mehrere Teile. Dann habe ich hier auch noch einen kleinen Text dazu. Exklusive Drachen und Wikinger hinter jeder Tür. Der Dragons Adventskalender von Spin Master. 24 Original-Sammeldrachen und Wikinger mit exklusivem Design. Kinder ab 4 Jahren. Eröffnet sich mit diesem Kalender die geheimnisvolle, wilde Welt der verwegenen Reiter von Berg und ihrer fabelhaften Haustiere. Jeden Tag wartet ein neuer Mini-Drache darauf, ins Abenteuerspiel zu starten. Sind alle Türchen geöffnet, wird aus der Kalenderverpackung mit ein bisschen Bastelgeschick die perfekte Spielkulisse. Ein detailgetreues, weihnachtlich gestaltetes Poster des Wikingerdorfes Berg nebst Aufstellfiguren machen den Dragons Adventskalender zum actiongeladenen Spieleset. Ja, jetzt wisst ihr auch das. Ich habe mich schon eben ein bisschen gewundert, warum da dauernd exklusiv steht, weil exklusiv sind die Figuren nicht wirklich für diesen Kalender. Die gab's schon im Vorfeld, denn wir finden hier, zumindest war das so auf den Produktbildern zu sehen, die Mini-Dragons aus den Dracheneiern von Spin Master, die Wikinger und Drachen aus dem Dragons Eimer
Und es sind auch Battle Dragons dabei. Übrigens, wer sich wundert, warum ich immer Dragons Eimer sage, der hat wahrscheinlich meine älteren Videos noch nicht gesehen, wo ich das ausgepackt habe. Das hier ist dieser Dragons Eimer oder auch die Drachenbox, wo ihr einige der Figuren, die bereits auf den Bildern zu diesem Adventskalender zu sehen waren, drin zu finden sind. Ne? Das einfach nur noch mal kurz zu eurer Info. Gut, damit würde ich sagen, lange Rede. Ihr wisst alles, was ihr wissen müsst und wir fangen jetzt an mit Auspacken. Ich wünsche euch und mir extrem viel Spaß und vor allem auch, ja, kann man das sagen, Vorfreude auf die kommenden Adventstage, wenn es auch nur noch ein Vierteljahr dauert oder sowas. Tja, der frühe Vogel fängt die Waschmaschine oder so irgendwie. Switch! Jetzt sitze ich vor dem Kalender und den werde ich jetzt als erstes mal auspacken. Ich werde mal die Folie hier wegmachen, weil die spiegelt extrem. So, schön auspacken. Folie auf die Seite. Okay. Na, dann lasst uns das hier mal angucken. Und hier kommt man auch schon hoch die Vorderseite entgegen. Hier, seht ihr das? Da ist eine Vorderseite drauf und auch eine Rückseite. Ach Gott, und nochmal was. Liebe Zeit, wie viele Teile sind das? Ist ja der Hammer. Gut, dann fange ich auf jeden Fall hier mal mit dem Cover an. Hinten ist nichts drauf, das ist nur Karton. Ja, hier natürlich das Logo, ganz klar. Adventskalender. Ein großes Poster von Berg, zahlreiche Figuren zum Ausschneiden, 24 exklusive Dragons-Figuren. Empfohlen für Kinder ab 4 Jahren. Hier unsere Drachenreiter drauf, allerdings nur diese drei. Wo haben sich denn die anderen versteckt? Nicht da. Okay, dann schauen wir hier auf die Rückseite. Da sind sie auch nicht drauf. Dafür seht ihr hier schon mal die Vorderseite von dem Kalender. Das festlich geschmückte Berg, ne? Wie heißt das Fest, was die Wikinger feiern? Ihr wisst es, ne? Jawohl. Also, lustiges Bild mit ganz vielen Drachen drauf, die Wikinger etc. Und hier seht ihr auch das Poster mit den ausgeschnittenen Figuren davor. Und das hier sind die, ja, exklusiven Figuren in dem Kalender. Hier steht exklusives Drachendesign, natürlich exklusiv für Spin Master, von dem her stimmt es. Ne? Also hat sich die Exklusivität hier aufgeklärt. Sehr schön. So, und ebenfalls auf der Rückseite ist dieses Poster von Berg zu sehen. Das sieht echt schön aus. Hier der Dragons-Schriftzug, der Himmel, das Meer darunter. Klasse, also Wahnsinn. Das hat fast ein bisschen 3D-Charakter. Hier eine verschneite Hütte mit den verschneiten Drachenköpfen, verschneiter Eingang, die Treppen. Hier noch ein weiteres Haus, geschmückt auch mit ein paar Kugeln und Tannenzweigen. Sehr schön. Hier der Wachturm zu sehen. Dann hier auch noch ein größeres Gebäude mit diesen überkreuzten Drachenköpfen. Das sieht schon echt schön aus. Klasse. Also hier habt ihr auf jeden Fall einen sehr, sehr schönen Hintergrund für die Figuren, die wir hier drin finden werden. Ich werde es auch zum Schluss alles nochmal so aufstellen, dass ihr es ohne Ecken und Kanten anschauen könnt. Also, das fängt doch schon mal schön an. Ja, und hier haben wir den tatsächlichen Kalender. Die Türchen sind alle gleichmäßig. Ich weiß nicht, kann man es ein bisschen sehen? 24 Türchen. Ja, wäre schlimm, wenn nicht, ne? Und hier seht ihr wirklich einiges. Also hier den großen Baum mit dieser Maske hier oben drauf. Dann die ganzen grün bemalten Bretter, Schilder, die hier mit dranhängen. Klasse geschmückt. Ja, hier seht ihr zum Beispiel ein Drachen und ein Wikinger, die diesen Baum hier schmücken. Hier trägt einer auch noch Weihnachtsschmuck durch die Gegend. Die Frauen helfen auch noch mit. Sehr schön. Jeder bringt was zu diesem riesengroßen Tannenbaum. Hier sehen wir Haut drauf von hinten. Unverkennbar. Es rennen ein paar Kinder durch die Gegend. Hier steht Fleischklöpfchen und guckt den Tannenbaum an. Hier sehen wir eine Natter. Hier noch mehr Gronkel, vielleicht Sturmpfeil, riesenhafter Albtraum, Kotz und Wirk, hier ein lila Natter und hier nochmal die festlich geschmückten Häuser mit diesen Drachengiebeln hier oben. Das ist schon echt ein nettes Motiv, im Hintergrund der verschneite Berg. Klasse, also schöner
Kalender und die Zahlen, die Nummern hier, seht ihr das? Die sind auch so ein bisschen gestaltet, wie die Schilder von unseren Wikingern entsprechend mit der Nummer des Tages. Der 24., wo habe ich den? Seht ihr den schon? Ja, hier ist der 24. Das Feld ist ein ganz klein wenig größer als die anderen. Und ich muss mich korrigieren, die Türchen sind tatsächlich nicht alle gleich groß. Hier sind kleinere, hier ein bisschen breitere, aber von der Höhe her sind sie alle gleich. Ne? Also, das ist die Vorderseite. Ja, hier seht ihr noch die Seite. Hier das Dragons Logo, Adventskalender mit Hicks auf ohne Zähnchen, Spin Master. Was haben wir hier? Nochmal dasselbe und hier auch. Genau. So, und jetzt ein Blick auf die Rückseite. Hier seht ihr die ganzen Figuren, die wir hier aufstellen können. Die sind aus Pappe. Das ist einfach hier der Karton von diesem Kalender. Wir haben hier ein Wikingerschiff mit Segel. Dann haben wir hier Astrid mit ihrer Axt. Wir haben hier Heidrun, Raffi Taffi. Riker, wenn ich mich nicht irre, Rotzbacke, Hicks, Dagur, das Schaf, nochmal ein Wikingerschiff ohne Segel und Fischbein. Hau drauf, Grobian und Co. finden wir hier nicht, auch keine Drachen. Die finden wir hier aber als Figuren und hier unten, das sind die kleinen Aufsteller, wo ihr dann die Figuren reinstecken könnt. Also die werden dann quasi so überkreuz zusammengesteckt, damit die stehen. Das ist jetzt nicht der absolute Oberknaller, rein grafisch gesehen, aber ja, Hauptsache die Dinger stehen. Ja, also ich muss sagen, dass mich das Design, die Aufteilung und so weiter, mal von den Figuren abgesehen, nicht wirklich weghaut. Ja, also das ist schon sehr, sehr einfach gemacht, das muss man schon sagen. Aber wichtiger ist ja der Inhalt und nicht die Verpackung. Ja, mehr gibt's von mir dazu nicht zu sagen. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Ciao, tschüsschen. Euer Rupi. Yay. Nein, das war's natürlich nicht. ist ja klar, ne? Ja, nee, ich fange jetzt natürlich schon mal an mit Auspacken. Und zwar selbstverständlich mit dem Türchen Nummer 1. So, hier habe ich die Nummer 1. Bin mal gespannt, wie das aufgeht. Oh. Oh, das ist ganz einfach perforiert, okay. Aber es geht gut, ja, es geht gut. So, was haben wir hier drin? Das erste Türchen, oh Gott, Leutchen, guckt es euch an. Könnt ihr sehen? Ja, natürlich könnt ihr sehen. Wir haben hier Oni drin, Mini-Oni. Hol mal raus. Goldig. So ein goldiges Scheißerle. Ich müsste jetzt direkt mal gucken, ob der auch so in den Dragon Eggs drin war. Ich kann es euch nicht mal sagen. Auf jeden Fall ist der total putzig. Guckt ihn euch an, oder? Ist der nicht goldig gemacht? Das ist ja schon der Knaller. Guckt euch das Schwänzchen an. Total winzig hier hinten. Das rote Teilchen. Ich schmeiß mich weg, zumal es auf der falschen Seite ist, ne? Aber davon mal abgesehen, ist es total goldig. Die Augen sind total süß, vor allem die Pupillen stimmen auch, ne? Ein bisschen eckig, nicht ganz so rund. Das ist sehr schön gemacht. Auch die Öhrchen, die hier nach oben stehen. Die winzig kleinen Flügelchen. Gott, ist der goldig. So in der lauernden Stellung. Oder sagen wir mal, in der spielenden Stellung, ne? Der will spielen, ganz klar. Oni Spielzahn. Ach Gott, und guckt euch diese kleinen Afterflügelchen an hier. Guckt euch das an. So ein goldiges Ärschle. Das ist ja wohl der absolute Oberkracher. Also total süß, der kleine ohne Zahn. Und falls ihr euch fragt, wie groß der ist, Moment. Ich müsste wohl eher sagen, wenn ihr euch fragt, wie klein er ist, passt mal auf, ich halte den Meterstab dahinter. 3,5 Zentimeter. 3,5 Zentimeterchen. Der kleine Oni. Total süß. Wenn ich die Eier nicht schon so gut verpackt hätte, würde ich wirklich jetzt mal gucken, ob der tatsächlich aus den Dragon's Eggs war. Egal, auf jeden Fall total süß. Also Tag Nummer 1, ohne Zähnchen, in mini, 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 aber Zucker, Zucker, Zucker süß. Der Burner. So, Tag Nummer 1.
Das Witzige an diesem Kalender ist, ihr könnt eigentlich, wenn ihr schräg haltet, könnt ihr schon sehen, was die nächsten Tage kommt. Was mal auf, seht ihr das überhaupt? Also ich kann sehen, hier guckt mich schon ein grüner Flügel an, hier oben, ja, da sehe ich auch was rausgucken. Okay, und hier sehe ich sogar Rotzbacke. Okay, alles klar, das war Türchen Nummer 1. Dann schauen wir mal hier nach Türchen Nummer 2, habe ich hier oben. Gut, gleich da reingucken. Türchen Nummer 2 mache ich auf. Was ist schon dabei? So, und ich reiße hier ja total vorsichtig, aber das ist genau das, was ich meine. Seht ihr das? Hier ist jetzt dieser wirklich billige Karton eingerissen. Ist nicht ganz so schön, aber auch nicht ganz so schlimm. Wir können es ja wieder zuklappen. Und hier haben wir Kotz und Wirk drin. Im zweiten Tag finden wir hier Kotz und Wirk. So, Moment, das Türchen mache ich wieder zu. Bleibt zu, ja, bleibt zu, damit wir das schöne Motiv hier wenigstens anschauen können. Über die Feiertage. So, also haben wir Kotz und Wirk. Total goldig, guckt euch den an. Die Augen haben sie sogar richtig schön reingemalt. Gelbes Auge mit schwarzer kleiner Pupille. Und das Schwarz glänzt sogar schön in meinen Lichtern hier. Hat also doch einen schönen kleinen Glanz. Das Schwänzchen ist total goldig. Die Flügelchen, guckt euch das an. Total putzig, ist aus Gummi das Ganze. Ihr könnt es also ein bisschen biegen, hin und her drücken und so weiter. Also wirklich total goldig, kann man gar nichts sagen. Aber ich muss jetzt doch wirklich mal gucken, ob die so tatsächlich in den Dragon Eggs drin war. Weil so detailliert denken mir die nicht. Womöglich haben wir es hier tatsächlich mit exklusiven Kalender-Dragons zu tun. Das wäre ja wirklich der Hammer. Ich gucke jetzt mal kurz nach den Eiern und schau mal, ob ich die Figuren hier finde. Ja, wir sehen uns gleich wieder. Ach Leute, herrlich. Ja, nee, es sind exakt genau dieselben Drachen, aber sie wurden überarbeitet. Ne? Also der ohne Zahn in den Dragon's Eggs, der hat zum Beispiel eine runde Pupille, eine ganz, ganz große runde schwarze Pupille. Und die haben sie hier wirklich neu überarbeitet. Sehr schön. Und hier Kotz und Wirk, da hat man bei den Dragon's Eggs Figuren nur einen schwarzen Punkt in die Augen gekleckst. Und hier hat man tatsächlich mit der gelben Farbe die Augen gelb gemacht und die schwarze Pupille noch drauf getupft. Also, die Figuren gibt es tatsächlich, aber sie wurden überarbeitet. Und das ist doch schon mal sehr, sehr positiv. Ja, also das hat sich doch wirklich mehr als gelohnt. Sehr schön, machen wir gleich weiter. Mit Tag Nummer 3, wo sehe ich... Ah, hier oben ist Tag Nummer 3, okay. So, die Türchen, also es ist wirklich... Ganz ehrlich, die Türchen sind... Seht ihr das? Hier ist zum Beispiel jetzt total ausgerissen. Und auch hier unten, das ist nicht wirklich schön. So, und hier haben wir... Augenblick. Fleischklöpfchen drin. Yay! Und auch das hier, ja, das hat richtig eine ordentliche Größe. Ist viel, viel massiger als die anderen beiden, aber auch total goldig gemacht. Hier die Augen auch wieder gelb mit einer schwarzen Pupille. Sehr schön, sehr schön. Auch die Wärzchen hier alle zu sehen. Klasse, die Flügelchen. Mit Flügelkralle, trotz dieser kleinen Größe. Also goldig, echt goldig. Ja, mal ohne Zahn dagegen. Ne? Ihr seht, Fleischi ist hier ordentlich, ne? Oder hier Kotz und Wirk dagegen. Also Fleischi steckt hier alle in die Backentaschen. Klasse. Aber total goldig. Was für ein goldiger Kalender, mal ganz ehrlich. Wie viele Jahre hat man darauf gewartet, oder? Das ist doch der Hammer. Stellt euch mal vor, sowas wäre schon in den Anfangsjahren von Dragons rausgekommen. Wir wären alle total ausgeflippt. Ne? Mittlerweile ist man ja schon wieder ein bisschen abgebrühter. Leider, muss man sagen, weil man einfach so viel schon gesehen hat. Aber für jeden Dragons-Fan ist doch das der absolute Kalender, oder? Und denkt dran, es kommt ja auch noch der Adventskalender zu Dragons.
Dragons von Craze. Also da geht's uns dieses Jahr hammermäßig gut. Und den Schokoladenkalender nicht zu vergessen, der von BIP auch noch in den nächsten Wochen auf den Markt kommt. Ne? Vielleicht kommt ja noch ein vierter Dragons-Kalender. Das wäre ja der absolute Knaller. Lassen wir uns überraschen. So, dann öffne ich jetzt hier auch noch das vierte Türchen. Und das habe ich hier direkt vor mir. Sehr schön. Gut, gleich mal reingucken, was wir hier drin finden. Okay, also ich gebe mir wirklich Mühe, das vorsichtig zu öffnen, aber es reißt halt immer irgendwo ein. Das ist ein bisschen schade. Und hier finden wir schon wieder einen ohne Zahn, dieses Mal in transparentem Blau. Yay! So. Ja, auch den hier kennt man natürlich aus den Dragon's Eggs, ist ja klar. Aber auch hier die Augen viel, viel schöner gemacht. Guckt euch das an. Sehr schön. Das Köpfchen ist hier ein bisschen schief. Kann man das sehen? Sieht ein bisschen aus, als ob das verzogen wäre. Als ob sich das Gummi hier ein bisschen verzogen hätte. Aber nicht wirklich schlimm. Guckt so ein bisschen auf die Seite. Also auch total goldige Figur. Auch ganz weiche Flügelchen. Weiche Figur. Und das ist goldig. Also ist ein sehr, sehr schönes, transparentes, also leicht transparentes, durchscheinendes Blau. Das sieht richtig, richtig schön aus. Und das kommt auch gut. Also auch wieder eine nette Figur, muss ich sagen. Die Zehen an den Füßchen glänzen, als ob sie noch ein bisschen mit Weiß oder Silber bemalt wären. Das kommt ja auch sehr schön. Klasse. Ja, hier nochmal den allerersten ohne Zahn dagegen. Der wirkt da richtig klein dagegen, ne? Der wirkt da schon noch ein bisschen kleiner als der blaue hier. Ich sag euch, das Licht, was dieser blaue hier ausstrahlt oder reflektiert, das ist echt schön. Das kommt klasse. Also das ist ein richtig tolles Blau, was Spinmaster hierfür gewählt hat. Sehr schön. Also bis jetzt ganz, ganz toll. Vor allem auch, dass die Farben hier einheitlich sind. Seht ihr das? Dieses, ja, Mint- oder Türkisgrün der Augen stimmt. Cool. Also bin sehr, sehr positiv überrascht, dass sich Spinmaster hier noch die Mühe gemacht hat, die noch ein bisschen nachzubessern. Sehr schön. Na, dann schauen wir uns doch tatsächlich auch noch gleich den fünften Tag hier an. Übrigens, ja, ihr könnt sehen, was euch dann die kommenden Tage erwartet. Ihr könnt da wirklich reingucken. Das ist ja witzig. Also, Tag Nummer 5 haben wir hier. Okay. Ne? Und wenn das einfach aufreißt, dann reißt es komplett ein. Also, das ist nicht wirklich schön. Guckt euch das an. Jetzt reißt hier gleich alles weg. Ja, und da ist auch ein ordentlicher Brocken drunter, nämlich Fischbein. Hol ich gleich mal hier raus. Boah, ist das Trash, oder? Guckt euch das an. Wow. Ja, und dieser Fischbein wird für viele neu sein, weil sie halt, wie schon gesagt, wahrscheinlich diesen Dracheneimer noch nicht haben oder noch nicht kannten. Von dem her, so gesehen, ist eine nette Figur. Er hat halt irgendwie was Falsches gegessen oder getrunken. Was Ähnliches sprechen auch seine Gesichtszüge, wenn ihr euch das anschaut. Das ist ja echt der Knaller. Die Kamera wird hier wahrscheinlich wieder ein bisschen die Farben verfälschen, aber alles halb so wild. Fischbeinchen hier, das Fell von seinem Kittel, das haben sie nett modelliert, die kräftigen Arme und sein kleiner, ja, Mini-Hammer, das ist schon witzig, auch sein Helm, total goldig und ihr seht sogar noch die Nieten um seinen Helm rum und das Gesicht, ja, das spricht also wirklich Bände, ne? Ihr seht sogar die Haare von Fischbein und ihm wurde hier noch eine kleine Standfläche spendiert, damit er auch stehen kann. Jetzt muss ich doch tatsächlich mal gucken, ob ich ihn auch in diesem Eimer hier finde. Ich meine, da wäre auch drin. Wo ist er? Ja, hier habe ich. Tatsächlich. Auch in Grün, allerdings in einem dunkleren Grün. Ich hoffe, das kommt in der Kamera ein bisschen rüber. Ja, dunkler kann man auch nicht sagen. Also das hier ist mehr, rechts ist mehr so ein Olivgrün, links ist eher so ein Grasgrün. Also von dem her nicht unbedingt jetzt exklusiv. Hat es halt alles schon mal in irgendeiner Art und Weise gegeben. Ne? Also Fischbein im Tag Nummer 5 unseres Adventskalenders. Sehr schön. So, dann würde ich sagen, öffne ich hier jetzt noch Tag Nummer 6. Jetzt müsste ich ihn nur noch finden. Wo ist die Nummer 6? Hier oben. Hier oben ist die Nummer 6. Oh, das ist ein ganz, ganz großes Türchen. Wow, guckt euch das an. Okay, gleich mal gucken.
was wir hier drin haben, falls das Türchen nicht auch gleich wieder abreißt. Gott, ist das schrottig. Das ist, wow, das ist, okay. Ja, ich öffne das ganz normal. Wenn ich jetzt richtig normal öffne, dann reißt hier die Nummer 17 auch noch mit auf, ne? Könnt ihr sehen? Also, Spin Master, der Karton, der ist nix. Der ist wirklich nix. Okay, hier haben wir ohne Zähnchen drin. Gleich mal angucken. So sieht die Form übrigens aus, ne? Extra so gegossen, damit genau ohne Zahn reinpasst. Ach du liebe Zeit. Die Türchen, also wow. Öffnet mir hier ja schön vorsichtig die Kalendertürchen. Ja, das ist einer der ersten Battle Dragons, die es seinerzeit zum Sammeln gab. Hier haben wir doch garantiert auch noch irgendwo den Stempel. Hier 2013 DreamWorks Animation LLC. Ach du großer Gott. Seht ihr, was ich sehe? Seht ihr, was ich sehe? Quasimodo-Zahn. Quasimodo-Zahn. Guckt euch die Augen an. Wie krass ist das denn? Bitteschön. Das rechte Auge voll auf dem Maul. Das linke Auge, ja, das sitzt. Aber das rechte, Horrorzahn. Guckt euch das an. Das ist nicht Nikolaus. Das ist Horrorlaus, Leute. Horrorlaus. Mit dem Frankenzahn. Liebe Zeit. Eigentlich eine echt schöne Battle Dragons Figur. Ne? Ihr seht hier den Sattel, die Rückenstacheln, auch die Flügel gefanden wir hier tierisch gut. Ihr seht die Flügelrippen, das Schwänzchen hier, das Rote ist mal auf der richtigen Seite. Sehr schön. Ist auch ein bisschen so leicht hohl, ne? Wie der Scharfschleuder ohne Zahn. Aber von dem her echt eine schöne Figur, muss man sagen. Vor allem kann er auch stehen. Ja, schöne lange Beinchen. Die Proportionen sind hier wirklich sehr, sehr nett geworden. Und ja, ich hoffe nur, dass ihr ein bisschen einen schöneren kriegt und nicht so einen Zombie-Zahn hier. Also der ist schon, wow, der ist schon extrem heftig. Aber alles halb so wild. Spielzeug, Adventskalender ohne Zähnchen. Zum Nikolaus. Der Tag ist gerettet. Yay. Leutchen. Ah, so, okay. Aber davon muss ich mich jetzt tatsächlich erstmal erholen. Und ich würde sagen, ich mache jetzt hier auch einen Cut. Und wir sehen uns im zweiten Teil wieder. Und keine Panik. Ich werde die ganzen Figuren, die ich jetzt hier gerade ausgepackt habe, am Schluss, wenn wir durch sind, auch nochmal einzeln in 360 Grad auf meinem Drehtellerchen zeigen. Dann könnt ihr es euch nochmal in aller Ruhe hier anschauen, ne? Okay, also dann bedanke ich mich wie immer fürs Reinschauen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich bei diesen krassen Teilen hier. Es macht wirklich Spaß, ehrlich, ohne Scheiß. Toller Kalender. Und das hier ist ja wirklich schon fast eine Rarität, oder? Ich meine, hallo? Auch das seht ihr nur auf dem Ruppi-Bolz-Kanal, Leute. Ah, herrlich. Also ihr Lieben, dann bis zum zweiten Teil. Ich freue mich. Bis dann. Ciao, tschüsschen, winke, winke. Euer Ruppi-Zahn. Oh, Backe.